Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Der Märklin D-Zugwagen, Artikelnummer 4026 in der Version von 1968 bis, weiß nicht wann, 99 für 3,99 Euro. Habe ich mir ursprünglich gekauft, weil ich für meine alten Wagen, die in meiner Jugendzeit mal vom Tisch gefallen sind, noch ein paar Ersatzteile brauchte. Hier Sprengringe, Drehgestelle. Und dann dachte ich mir, das ist für 3,99 Euro okay. Warum ist der so billig? Der ist mechanisch, technisch in einem sehr guten Zustand. Da sind ein paar Kratzer drauf. Die größte Verunreinigung ist wahrscheinlich hier das Preisschild. Das würde ich gleich mal abfriemeln. So, warum war es so billig? Natürlich hier das Dach. Das sind keine tiefen Kratzer. Und ich wollte mir neben dem Ersatzteilspender dann nochmal überlegen, wie man eigentlich so ein Dach hier vernünftig mit meiner Airbrush wieder schön macht. Da kommt die silberne Farbe raus. Ich denke, das ist auch lackiert. Und dann so ein Übergangsbereich und dann wird es dunkel. Und dazu gibt es jetzt ein kurzes Video. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, wenn der Kanal gefällt, ein Abo. Kommentar ist auch immer gut für den YouTube-Algorithmus. Und jetzt geht es los. Ich denke, das könnte man dadurch machen, indem ich hier so eine Schablone drüber lege. Mit einem gewissen Abstand, und wenn der Sprühstrahl dann senkrecht von vorne kommt, dann wird dieser Bereich hier lackiert und die Randbereiche nicht. Das ist die Idee. Und jetzt kann man natürlich hingehen und das hier ein paar Mal drauf testen, aber ich habe einfach Papier nass gemacht, in warmem Wasser ein bisschen aufgelöst. Und hat mir solche Schablonen gemacht. Und dann werde ich gleich erstmal, bevor ich hier das Ding ruiniere, überlegen oder üben und testen, ob dieses mit diesem Sprühen funktioniert. Und das werden wir jetzt auch mal angehen. Die Frage natürlich ist, wie mache ich das? Die müssen ja ein bisschen senkrecht stehen. Weil das liegend von oben mit der Airbrush, das geht ja nicht. Also müsste ich die sozusagen hier mit dem Abstand mal draufkleben und in einem Haushalt deutsch-chinesisch hat man natürlich hier immer diese Stäbchen, habe ich da zwei draufgeklebt. Unten, wo der Abstand größer ist. Mein Experiment war soweit erfolgreich. Müsst ihr also gar nicht mehr selber machen. Also die Schablone kriegt eine Breite für die Dächer, wenn man diesen Verlauf auf Pappe hinkriegen will, von 22 mm. Der Abstand 12 bis 15 mm. So, jetzt geht es weiter hiermit. Jetzt muss ich natürlich hier das Ding noch sauber machen. Würde ich hier mit dem Tausender weiter das Glätten und melde mich gleich offline. Ich möchte nämlich ein bisschen Radio hören und Radio im Hintergrund. Das gibt immer Ärger mit dem Copyright-Tool. Ich habe die Farbe soweit abgeschliffen. Hier ist vielleicht noch eine Stelle, die wirklich nur hauchdünn drauf. Jetzt werde ich es mit Wasser, einen Tropfen Spüli, reinigen, danach nochmal mit destilliertem Wasser abspülen. Dann werde ich es auf meinen Drehteller montieren. Dann den Rand hier nochmal lackieren mit der Farbe Aluminium 36199. Noch eine kleine Info zwischendurch. Ich habe nicht das Aluminium verwendet, das ließ sich irgendwie schlecht sprühen, sondern hier das Silber unverdünnt habe ich das aufgetragen.
Dann habe ich mich entschlossen, das Granitgrau zu lassen. 36169. Und dann machen wir drauf farblos glänzend die 01. Das jetzt sozusagen im beschleunigten Verfahren. Würde ich kein Video darüber machen, wäre ich jetzt fertig, aber man sieht da leider so kleine Verlaufsflecken. Deshalb würde ich da beim Klarlack noch mal kurz drüber schleifen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.